Hallo und herzlich willkommen bei Ukulele Lernen Schritt für Schritt. Ich bin Andreas Böttlein und ich möchte heute den Schritt 29 aus Band 2 meiner Lehrbuchreihe Ukulele Lernen Schritt für Schritt mit dir durchgehen. Dieser Band 2 richtet sich an alle Leute, die Band 1 schon durchgearbeitet haben. Falls du die Bücher noch nicht hast und dir irgendwie aus Versehen gelandet bist, kein Problem. Unten in der Beschreibung findest du die Links, wo du die bestellen kannst. Wenn du noch mehr gutes Material für ambitionierte Anfängerinnen und Anfänger suchst, dann kannst du mal meinen Patreon-Kanal hier oben auschecken. Vielleicht ist da was für dich dabei. Und heute wollen wir einen wichtigen Schritt gehen. Es geht um den Griff B-Dur, um den oft ein riesen Gedönse gemacht wird. Aber so schlimm ist es gar nicht, vor allem da wir ja schon mit Barré-Griffen vertraut sind. Wir können ja schon den coolen D7-Barré-Griff. Also, das ist B-Dur. So sieht er aus, kannst ja schon mal gucken. Und wir erarbeiten uns den jetzt Schritt für Schritt. Übung 56, wir fangen wieder hier im fünften Bund an, weil man da die Saiten ein bisschen leichter drücken kann. 1, 2, 3, 4. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich, Übung 57. Ja, da legen wir jetzt den Mittelfinger dazu. Das ist dann ungefähr dann so die Shape, die wir beim echten B-Dur-Akkord schon brauchen. Also fast die ganze Form. Und wir spielen das jetzt mal so, wie es da steht. Also wir haben hier den Finger immer noch im Halbbarré, den Zeigefinger, und legen den Mittelfinger auf der dritten Saite einfach im sechsten Bund dazu. Und dann haben wir die Übung 57 schon vor uns. 1, 2, 3, 4. Das ist die Übung 57. Du denkst dran, dass die Finger nah am Bundstäbchen sind, der Finger hier parallel und der kleine Finger, der Daumen, ist direkt hinter dem Griffbrett auf Höhe des Zeigefingers, damit wir schön Druck aufbauen können. Und jetzt machen wir die Übung 56, da nehmen wir diese Form hier, diese Shape, und arbeiten uns hoch auf dem Griffbrett zum Kraftaufbau. 1, 2, 3, 4. Wenn dir die Hand wehtut oder wenn du verkrampfst, dann bitte sofort aufhören und ausschütteln. Du kannst ja auch mal schauen, ob du es einfach so zeilenweise schaffst. Nicht überanstrengen. Diese Übung ist eher so eine Art Zielvorstellung, auf die man sich so langsam zuarbeiten muss. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Fang aber nochmal richtig an in der vierten Zeile. Ich sollte nicht so viel reden. Ich bin in der vierten Zeile am Ende und komme jetzt in die fünfte Zeile. Und da sind wir auch später beim B-Dur dann schon daheim. Das ist die Zielposition. So sollte diese Übung funktionieren. Und jetzt zum letzten Puzzleteil. Wir legen den Ringfinger noch dazu. Im siebten Bund, und dann haben wir hier diese Akkordform. Das wird später unser B-Dur. Man kann diese Form, wie man will, verschieben. Übrigens, Interesse halber, schon mal ein Vorgriff auf Band 3. Das ist dann später B-Dur. Das hier ist übrigens C-Dur. Und das da, das was wir jetzt spielen, ist tatsächlich D-Dur. Hör mal zu, ich spiele mal das hier und dazu dann das D-Dur. Klingt ein bisschen anders, tiefer, ist aber dieselbe Tonart. Man nennt das Umkehrung, aber führt uns jetzt ein bisschen zu weit. Übung 59, Halbbarré mit dem Zeigefinger, Mittelfinger hier, Ringfinger da und los geht's. 1, 2, 3, 4. Wenn du
damit klarkommst, dann können wir versuchen, die Kraftaufbauübung 60 zu machen. Schön langsam, nicht überfordern, immer locker bleiben. Übung 60. 1, 2, 3, 4. Geht's in die dritte Zeile. Wir nähern uns dem B-Dur langsam an. Vorletzte Zeile. Und jetzt das Ganze in Bund 1. Und da haben wir jetzt endlich B-Dur. Das ist B-Dur. Wie gesagt, nicht überfordern, schön langsam an diese Herausforderung rangehen. Wenn du jetzt ums Verrecken, auf Deutsch gesagt, den B-Dur-Griff erstmal nicht hinkriegst und einfach viel Zeit brauchst, dann möchte ich trotzdem, dass du Lieder, in denen der vorkommt, spielen kannst. Ansonsten hat es doch was sehr Ausschließendes. Und dazu habe ich den Notfallplan, nämlich ich würde dir gerne den Griff B-Dur Light mal anempfehlen. Den findest du auf der Seite 94. Und da lassen wir den Halbbarré einfach weg. Also anstatt so zu spielen mit dem Zeigefinger, spielen wir einfach nur den Ton hier. Und die anderen legen wir aber ganz normal hin, wie beim F-Dur. Und wenn wir jetzt hier spielen, dann klingt es fast wie B-Dur. Es sind dieselben Töne. Der einzige Unterschied zum echten B-Dur-Griff ist der, ich mache den Halbbarré. Und dann kommt halt noch ein B dazu. Das ist der echte B-Dur-Griff. Der klingt halt etwas voller, weil er nämlich zweimal denselben Ton hat. Einmal hier und einmal hier. B-Dur. Aber wenn wir es so spielen, dann klingt es fast so. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wenn wir jetzt alle vier Saiten spielen, dann klingt es natürlich anders. Ist auch ein schöner Griff, ne? B Major 7, aber ist für uns im Kontext jetzt nicht der richtige. Deswegen machen wir Folgendes, wir legen den Zeigefinger etwas hier schräg, dass er die Seite hier abdämpft. Schaut es mal an, in der Großaufnahme, der Ton klingt noch und der ist schräg, der Zeigefinger geht schräg. Normalerweise soll man ja immer schön im 90-Grad-Winkel greifen, so. Aber da würde der dann noch klingen. Und jetzt so lang bitte schief legen, bis der weg ist. Und dann können wir hier B-Dur spielen. Und es wird nur echten Experten auffallen, dass da was nicht stimmt. Ein Problem ist natürlich, wenn du ein Zupfmuster spielen willst. Zupfmuster 5 zum Beispiel. Dann kommt es raus. Ne? Dann musst du den richtigen B-Dur-Griff spielen. Aber wenn du nur Strumming-Pattern spielen willst, dann kommen wir mit B-Dur-Light über die Runden. Überleg dir, ob du dieses Angebot annehmen willst. Ich möchte halt, dass du einfach nicht von diesen ganzen schönen Stücken, die B-Dur enthalten, ausgeschlossen bist. So, kümmern wir uns mal um die Griffwechsel. Ein häufiger Griffwechsel ist der von F-Dur nach B-Dur. F-Dur. Na ja, und jetzt siehst du schon, ne? In F-Dur ist ja dieser Ton drin. Und in B-Dur machen wir einfach nur ein paar Regriff. Das heißt, wir müssen den eigentlich nicht hochheben, sondern wir können den so kippen. Barré, kein Barré. Barré, kein Barré. Okay, das ist F-Dur und das ist B-Dur. Und das versuchen wir in der Übung 61. 1, 2, 3, 4. Wir kippen den Zeigefinger.
stelle ihn wieder aufrecht. Aber er verlässt nicht die Seite. Du hast das Prinzip verstanden? Prima. Dann können wir, denke ich, gleich zu Übung 62 übergehen. Selbes Prinzip, nur ein anderer Griff, anderer Rhythmus. 1, 2, 3, 4. Übung 63. Ein weiterer häufiger Griffwechsel ist der zwischen B-Dur und C-Dur, ne? Und da gilt das, was bei fast allen Griffwechseln zu C-Dur gilt. Wir haben hier B-Dur und lassen halt den kleinen Finger schon mal über dem dritten Bund der ersten Seite schweben, damit er dann einfach lässig zudrücken kann und rückwärts genauso. Ne? Wir haben hier C-Dur, dann lassen wir halt die drei schon mal ungefähr da, wo sie hin müssen und dann haben wir wenig Stress. Und so machen wir die Übung 64, stressfrei. 1, 2, 3, 4. Übung 65. Übung 66. Wenn du diese Griffwechsel alle in einem einigermaßen vernünftigen Tempo, vielleicht bei 80 Beats per Minute spielen kannst, dann spielen wir doch mal ein Stück in F-Dur. Das können wir nämlich jetzt. F-Dur, Stufe 1, B-Dur, Stufe 4, C-Dur, Stufe 5, genau, oder C7. Und diese drei Griffe benutzen wir in Blue Moon of Kentucky. Wir spielen mal Schlagmuster 3C, du kannst dich erinnern. Du kannst den Schritt 19 nochmal kurz nachgucken und dann legen wir mal los. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I said blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone. Also das ist der charakteristische Sound von F-Dur. Machen wir doch gleich noch ein schönes Stück. Ich würde das Schlagmuster 4C hierfür hernehmen. Ganz ruhig nochmal in Schritt 19 nachschauen. Klingt so. Du kannst dich erinnern. Und los geht's. 1, 2, 3.
2, 1, 2, 3, 4. Zwei schmissige Songs, vielleicht hast du ja Lust da drauf. Und damit wären wir jetzt auch mit Schritt 29 schon durch. Du kannst B-Dur spielen, kannst viele neue Songs begleiten und kannst zu Schritt 30, hier oben kannst du dich hinklicken, da gibt es einen neuen Akkord G-Moll und dann können wir uns in der Tonart F-Dur sehr, sehr sicher bewegen und sehr viele Lieder in dieser Tonart spielen. Auf den nächsten Schritt freue ich mich ganz besonders. Bis dann.